Herzlich willkommen zu Spurensuche Gürs, dem Videocast des Blauen Hauses. Das Blaue Haus ist älter als 300 Jahre und war mehr als 100 Jahre das Gemeindezentrum der jüdischen Gemeinde in Breisach am Rhein. Seit 20 Jahren ist hier die Gedenk- und Bildungsstätte für die Geschichte der Juden am Oberrhein zu finden. Wir begrüßen heute Dr. Christoph Kreuzmüller in Berlin. Er ist Historiker und Pädagoge an der Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz und aktuell Kurator der Wanderausstellung Gürs 1940, die Deportation und Ermordung von südwestdeutschen Jüdinnen und Juden. Diese Ausstellung entstand anlässlich des 80. Jahrestages der Deportation und Auslöschung jüdischen Lebens in unserer Region. Am 22. Oktober 1940 lebten noch bzw. wieder 65 jüdische Bürger, darunter ein 14-jähriges Mädchen in Breisach. Ich sagte noch im Hinblick auf die Fluchtbewegung von 250 Personen, die 1933 zur jüdischen Gemeinde Breisach gehört hatten, waren diejenigen ins Ausland geflohen, die Unterstützung und die entsprechenden Mittel hatten. Mit Kriegsbeginn Anfang September 1939 mussten alle Breisacher Bürger evakuiert werden. Die evakuierten jüdischen Familien waren bis zum Juli 1940 in Süddeutschland verstreut. Etliche kehrten nach dem Waffenstillstandsvertrag mit Frankreich nicht in die Heimat zurück. Wie gesagt, hatten 65 Rückkehrer ab Anfang Juli 1940 ihre Wohnungen oder Häuser oder auch ein Notquartier bezogen. Im Hinblick auf diese Rückkehrer sagte ich, sie lebten wieder in Breisach. Als der 22. Oktober, der letzte Tag des jüdischen Laubhüttenfestes, anbrach, wurden die Breisacher Juden Teil einer Massendeportation von mehr als 6.500 Menschen, die an mehr als 130 Orten nur in Baden am frühen Morgen gefangen genommen, aus ihren Wohnungen abgeholt, enteignet und weggebracht wurden. Zu diesem Zeitpunkt wussten die Breisacher nicht nur, welchen Verlust eine Evakuierung bedeutete, sie wussten schon, was Deportation heißt. Sie waren Anfang August 1940 gerade aus der Evakuierung zurückgekehrt, abgeholt und für mehrere Wochen in das Gebäude für Akutkranke der psychiatrischen Klinik Rufach im besetzten Elsass eingeschlossen worden. Sie durften dann noch einmal wenige Wochen später nach Breisach zurückkehren. Christoph, du bist ein Experte für die Erforschung von fotografischen Dokumenten der Verfolgung. Für die Ausstellung Gürs 1940 hast du alle bis heute bekannten Fotografien gesichtet, die am 22. Oktober 1940 gemacht wurden. Es sind leider keine Fotos aus Breisach dabei. Über Fotos vom 22. Oktober 1940 möchten wir heute mit dir sprechen. Welches der Bilder fällt dir als erstes ein? Ich beantworte eigentlich nur ungern deine Frage nicht sofort. Du musst mir so ein bisschen Zeit geben. Ich möchte einmal kurz bemerken, dass mir wirklich aufgefallen ist bei der Sichtung, wie häufig diese Deportationen fotografiert sind, wie viele Bilder es vom 22. Oktober 1940 gibt. Gerade im Vergleich mit den späteren, den systematischen Deportationen ab 1941 ist wirklich ein großer Korpus von Fotos überliefert. Das Foto aus Ludwigshafen vom 22. Oktober 1940 ist mir eigentlich besonders ins Auge gestochen. Das Foto stammt einer ganzen Fotoserie, die sowohl im Archivum in Mannheim als auch im Stadtarchiv Ludwigshafen überliefert ist. Der Fotograf, die Fotografin ist unbekannt, aber es liegt auf der Hand, dass sie den Tätern nahestand, weil die Fotografin oder der Fotograf, höchstwahrscheinlich der Fotograf, bewegt sich sehr nah an den Tätern dran. Das ist im Hof der Max-Schule in Ludwigshafen seinerzeit als sozusagen Sammellager, Registrierungspunkt für die Deportation benutzt. Und er kann sich da frei bewegen. Insofern wahrscheinlich eher ein Polizist. Den Namen haben wir aber nicht. Und dieses Foto ist mir ins Auge gestochen, weil es ungewöhnlich ist. Das Foto zeigt nämlich zwei Täter, die sonst eher nicht vorkommen in den Fotoserien. Links zu sehen ist Hans Kersten. Das ist der Leiter der städtischen Wohlfahrtsverwaltung. Man sieht sehr deutlich, dass er das
Parteiabzeichen trägt an seiner schwarzen Krawatte. Er strahlt dann fröhlich an, einen Wehrmachtsoffizier. Auch die Uniform der Wehrmacht ist ja sehr deutlich zu erkennen. Auf der linken Brust das Eiserne Kreuz und auf der rechten Brust das Hoheitsabzeichen des Deutschen Reiches. Und bei dem Mann handelte es sich wahrscheinlich um Alexander Fröhlich, der die Transporte mitorganisierte. Städtische Wohlfahrtsverwaltung, der Kersten war, tatsächlich hat sich selbst ermächtigt, die Verfolgung in Ludwigshafen zu koordinieren und ist deshalb an diesem Tag eben im Hof der Max-Schule in Ludwigshafen. Der Wehrmachtsoffizier, und das finde ich bemerkenswert, der war dafür zuständig, die Transporte zu organisieren und hatte dafür Busse requiriert. Busse teilweise, die sieht man, die sind private Reisegesellschaften gewesen, also private Reisebusse, die aber alle ein wehrmachtstaktisches Kennzeichen getragen haben. Also offenbar so im Zuge des Krieges eben requiriert wurden von der Wehrmacht und jetzt dafür zur Verfügung gestellt wurden, die Menschen in die Schule zu transportieren. Und in der Schule, davon ist eigentlich gar kein Bild überliefert, in der Schule wird dann der Zwangsumstausch geregelt, da wird dann den Menschen erklärt, dass sie ihr Vermögen verlieren. Also diese bürokratischen Akte des Deportierens werden dort vollzogen. Und danach werden die Menschen dann wieder in die Busse geladen, um zum Bahnhof gebracht zu werden. Aber wie gesagt, das Foto sticht heraus, weil es Tätergruppen hat, die eigentlich sonst wenig zu sehen sind. Und darum wollte ich das auch gerne als erstes präsentieren. Als wir das Blaue Haus vor 20 Jahren als Gedenk- und Bildungsstätte aufbauten, wurden gerade die Fotos aus Kippenheim bekannt. Der 10-jährige Junge, der auf einem Bild mit seiner Schultasche in der Hand hinter seinen Großeltern zu sehen ist, wurde selbst vom Fund der Fotos überrascht und zeigt sie seitdem in seinen Vorträgen, die er als Zeitzeuge hält, übrigens ziemlich viele. Es ist Dr. Kurt Salomon Meyer, der mit seiner Familie aus dem Lager Gürs gerettet wurde. Er lebt in Washington, D.C., ist inzwischen 90 Jahre alt und arbeitet noch immer in der Library of Congress. Er hat ein Buch über seine Kindheit und Jugenderinnerungen veröffentlicht und beschreibt, wie er am 22. Oktober abgeholt wurde. Ja, dieses Foto ist ja auch das Titelmotiv dieses Buches. Er schreibt dazu, wir werden abgeholt. Man sieht sehr deutlich, dass die Familie in einen Wagen, einen Mannschaftswagen der Polizei einsteigen muss. Polizei ist sehr deutlich am Kennzeichen zu erkennen, POL. Man sieht an dem Wagen auch einen Polizisten, ein Mitglied eines Polizeibataillons, die offenbar an diesem Tag eben rumgefahren sind und nach ihrer Liste dann all die Menschen abgeholt haben an diesem Morgen. Man sieht aber auch, dass es relativ viele Umstehende gibt, also Leute, die zugucken. Nicht nur im Vordergrund, sondern auch im Hintergrund, auf der Veranda sind Menschen zu sehen, die zuschauen. Und dieses Zuschauen ist natürlich, oder hat gewirkt, zusätzlich gewirkt, als Demütigung. Menschen werden ja von Polizei abgeholt, wie Verbrecher abgeholt in ihrer eigenen Wahrnehmung, mit unbekanntem Ziel abgeholt. Und alle glotzen, wenn ich das mal so formulieren darf. Erinnert, hatte sich gar nicht an die Szene erinnert, erinnerte aber dann, als er das Foto sah, dass er eben mit seiner Schultasche ging und man sieht ihn ja auch hinter dem kleinen Mädchen rechts gehend, erinnerte sich, dass er an diesem Tag in Freiburg war, in der jüdischen Schule, einen Anruf von seinem Vater bekam, er müsse schnell nach Hause kommen. Kommt nach Hause nach Kippenheim, hat immer noch seine Schultasche dabei und steigt ein. Und er erinnerte sich, dass sein Großvater, der vor ihm geht, in Folge einer Krankheit so zittrig war, so tattrig, dass er gar nichts tragen konnte. Und auch das ist ja auf dem Foto deutlich zu sehen. Wir haben auch dieses Foto für die Ausstellung ausgewählt, weil eben Kurt Meyer sich daran erinnerte und die Tafel heißt dann auch, wir werden abgeholt. Ein sehr beeindruckendes Foto, finde ich übrigens, ein Teil einer Serie, die Wilhelm Fischer gemacht hat. Wilhelm Fischer war so etwas wie ein Lokalreporter, hat an diesem Tag eben 5 Fotos gemacht,
In welchem Auftrag und mit welchem Zweck ist unbekannt, weil ich hatte am 22.10.2020 das große Vergnügen mit seinem Sohn, der die Fotos dann ja, der in dem Förderverein ehemalige Synagoge Kippenheim übergeben hat, zu sprechen. Und er meinte, dass sein Vater sehr oft mit der Kamera tatsächlich durch die Landschaft fuhr, auch teilweise um Sachen aufzunehmen, die er dann in der Presse publizieren konnte. In diesem Falle war es aber so, dass er in der lokalen Presse nicht über die Deportation berichtet wurde. Du hast gefragt, ob man denn weiß, wer dieses kleine Mädchen war im Vordergrund. Das ist ja nun wirklich sehr prominent zu sehen. Ich glaube, die Frage müssen wir nochmal an unsere Freunde in Kippenheim weitergeben, ob es dazu eine Forschung gibt, ob das je deutlich geworden ist. Aber wir sehen, dass einige Fragen sich klären und gleichzeitig neue Fragen auftauchen. Ja, das ist ja das Schöne auch letztendlich. Also dieses visuelle Material ist ja wirklich in der Regel erst so in den letzten 20 Jahren entdeckt, verbreitet, veröffentlicht worden. Was wirklich bemerkenswert ist, und es ist fast alles aus privater Hand, diese Fotos aus privater Hand sind erst seit 20 Jahren so im Umlauf und komplettieren unser Bild natürlich. Auch die komplettieren diesen Eindruck dieser schneidenden Realität, Normalität des Abgeholtwerdens. Ein Wagen fährt vor, natürlich ist der laut, natürlich gucken alle zu. Und natürlich ist das ein Moment der größten Demütigung für die Menschen, die da abgeholt werden. Ja, wir würden gerne mit dir noch über ein anderes, weiteres Kind sprechen. Ein Kind, das aus Philippsburg stammte und auf dem kurzen Filmfragment aus Bruchsal zu sehen ist. Nur einen ganz kleinen Moment. Manfred Wildmann, er trug an diesem Tag eine Wollmütze und auch er war 10 Jahre alt, als er deportiert wurde. Er hatte weniger Glück als Kurt Meyer, denn seine Eltern überlebten nicht, nur seine Schwestern. Manfred Wildmann ist leider im März letzten Jahres in seinem Heim in Palo Alto, Kalifornien, verstorben. Nur wenige Wochen, nachdem Bernd und Hiltrud Heinmüller ihn und seine Familie im Auftrag des Blauen Hauses besuchen konnten. Wir sind Manfred Wildmann sehr dankbar, denn er schilderte vor 10 Jahren Trimpin, einem deutschen Künstler, der aus Efringenkirchen stammt und an der Westküste der USA lebt. Er schilderte detailliert, wie der Zug mit ihm und den anderen Deportierten von Freiburg kommend langsam über die Kriegsbrücke für den Eisenbahnverkehr bei Breisach rollte. Er erinnerte ein Detail, mit dem wir ohne Zweifel die Brücke, über die die Deportationszüge mit den badischen Juden rollten, als die Breisacher Brücke identifizieren konnten. Den letzten Blick auf die badische Heimat warfen die mehr als 5000 badischen Deportierten auf den Breisacher Münsterberg. Ja, du hast das Bild dir nochmal genau angeschaut, von wo Manfred Wildmann kurz auftaucht, aus diesem Bruchsaler Fragment. Das ist ja eine sehr, sehr spannende Quelle. Es ist so 90 Sekunden Sequenz, die eingeschnitten worden ist, in eine Chronik der Stadt. Der Autor, also der Filmende, ist unbekannt. Möglicherweise der Kreisfilmwart, der NS-Kreisfilmwart. Aber das ist nicht sicher. Sicher ist, dass der Filmende inszeniert, also man sieht dem Film deutlich an, dass der Filmemacher da eingreift und mal Stopp sagt und dann weiter sagt. Der Film ist ja vom Haus der Geschichte der Juden Badens wirklich toll aufgearbeitet worden. Die haben wirklich viel, viel da rekonstruiert. Viele Personen identifiziert ja auch. Und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Und was ich zusätzlich spannend finde, ist, dass die Menschen, man sieht so, dass sie über so ein in den Boden eingelassenes Gleis hinweggehen, dahinter der Lokschuppen, auf der Rampe des Lokschuppens, oder Güterschuppens, was auch immer, stehen wirklich die Leute wieder und schauen zu. Und im Vordergrund, der Mann, der den Rücken zukehrt, das ist ein Ordnungspolizist eines Polizeibataillons. Man sieht also auch die Täter sehr deutlich. Und dieses Polizeibataillon, das dort eingesetzt worden ist, ist späterhin dann in Krakau eingesetzt worden und war wirklich im Epizentrum des Massenmords. Was ich auch sehr spannend finde, ist eigentlich, was der Film nicht zeigt. Und das ist generell auffällig, wenn bei der Sichtung des Filmmaterials,
oder der visuellen Quellen, man sieht eigentlich nicht, wie die in Zug einsteigen. Also bei den Fotos später, 1941 folgende, ist das eigentlich immer so der Punkt. Die gehen irgendwo lang und dann werden sie in einwaggoniert. Sie müssen die Züge besteigen. Und das fehlt. Also ich habe sehr lange gesucht nach einem Foto, das zeigt, wie diese Menschen einsteigen, weil ich diese anderen Foto kannte und selbstverständlich erwartete, etwas Ähnliches zu finden. Aber davon gibt es kein Foto. Wir wissen ja auch nur aus mündlicher Überlieferung und aus einigen schriftlichen Quellen, dass es alte französische Waggons waren. Und auch über den Zuglauf wussten wir sehr lange nicht Bescheid. Ist das Kippenheim, sind die Kippenheimer Fotos denn unter anderem so besonders, weil sie nicht zeigen, wie kein Sammelplatz und keine Menge von Menschen, die irgendwo hingehen müssen, wie in dem Bruchsaler Fragment, sondern weil sie praktisch das Haus zeigen, wo die Familie gelebt hat. Das ist das seltener, dass dieser Aspekt in den Fotos auftaucht? Das hängt ein bisschen von dem Fotografen, ich benutze mal die männliche Form, weil es höchstwahrscheinlich ist, dass es jeweils Männer sind, hängt von den Fotografen ab. Wenn die Polizei nah sind oder parteinah, dann fotografieren sie diesen Abtransport aus diesen Sammelorten oder filmen das, wie auch im Bruchsal. Und wenn sie eher Umstehende sind, dann fotografieren sie, das ist auch in Geilingen zum Beispiel so, das ist auch in Bretten so, fotografieren sie tatsächlich, wie die Leute aus dem Haus kommen. Das ist so das, was sie beobachten können. Die wissen, jetzt wird abgeholt, holen die Kamera und halten drauf. Und das andere, das im Samerlager Seiende, das wird dann... bei diesen Fotos scheint es nicht auf. Das ist dann etwas, was die Polizisten selbst für die Belustigung oder den Dienstgebrauch oder die Dokumentation ihres Dienstes fotografieren. Wie in Ludwigshafen oder wie auch in Lörrach. Gibt es denn, du bist derjenige, wie gesagt, der alle Bilder gesichtet hat. Gibt es noch Fotos von anderen Aspekten dieses Verbrechens, das ja das Gesicht unserer Region für immer dramatisch verändert hat, die Deportation der Juden? Oder geht es immer ums Abholen oder Sammeln der Menschen? Es gibt eine Serie aus Lörrach, die wahrscheinlich auch von Gustav Kühner aufgenommen worden ist. Kühner hatte vorher schon die relativ berühmte Serie aufgenommen, die eben die Schule zeigt, aus der die Menschen kommen, wo sie gerade den bürokratischen Prozess des Ausbürgertwerdens durchlaufen sind, des Zwangsumtausches und dann in die Polizeimannschaftswagen verfrachtet werden und vor den Augen der Lörracher aus der Stadt gefahren werden. Also diese Serie vom 22.10. ist definitiv von Kühnern. Und diese Fotos, und das Foto, was ich jetzt gerade zeige, ist eben auch ein Teil einer Serie. Dieses Foto wahrscheinlich auch. Und das finde ich sehr, sehr bemerkenswert, weil es den Andrang zeigt, der herrschte, als die leeren Wohnungen, die durch die Deportation geleerten Wohnungen, dann versteigert werden, der Inhalt dieser Wohnungen versteigert werden. Das ist ja wirklich die müssen Bänder spannen, damit die Leute sich nicht zu nah herandrängen. Im Hintergrund ist jemand zu sehen, der gerade Teller eingeheimst hat. Eine Aktentasche liegt auf dem Tisch. Gebrauchsmaterial liegt auf dem Tisch. Wir wissen aus Versteigerungsprotokollen, dass teilweise eingemachtes Obst versteigert wird. Und die Leute stehen an. Das, was Frank Bajor als die Schnäppchenjagd der Volksgenossen beschrieben hat, ist hier wirklich mit Händen zu greifen und bedrückend zu greifen, finde ich. Weil wenn ich das mal so formulieren darf, wenn ich den Tisch oder die Aktentasche meines Nachbarn kaufe in so einer Versteigerung, dann tue ich das doch nur, wenn ich weiß, dass mein Nachbar nicht zurückkommt. Weil der mein Nachbar sonst den Tisch, die Aktentasche einfordern, rückfordern würde. Und übrigens ganz zu Recht, und das weiß ich eigentlich. Also dieses Versteigern steht mehr, also für mehr als nur diesen Akt des Beraubens. Es steht auch mit einem Einverständnis oder geht mit einem Einverständnis der Kaufenden einher und mit der Hoffnung einher, dass die
jetzt deportierten Nachbarn nicht zurückkommen werden, weil sonst kaufe ich das nicht. Und das Foto zeigt zum Schluss, und das finde ich bemerkenswert und wichtig, immer wieder hervorzuheben, dass der Akt des Fotografierens natürlich das Fotografierte ein Stück weit verändert. Das sieht man an der Dame ganz links, die hochguckt auf den Fotografen, der wohl aus einem Fenster oder auf jeden Fall erhöht fotografiert. Die sieht den Fotografen und schaut ihn an und ändert damit das Foto. Natürlich, das Foto ist ja nicht, was wir immer so denken, so eine objektive 1:1 Wiedergabe des Geschehenen, sondern der Akt des Fotografierens ändert das Geschehene. In diesem Falle nur so ein ganz kleines Stück, eine Frau guckt hoch, aber ja, etwas verändert sich doch. Und insofern, das ist ja das Spannende an fotografischen Quellen, über die wir letzte Woche und diese Woche geredet haben, dass es so ein Stück weit auch ein Dialog ist. Nicht immer ein freiwilliger Dialog, aber ein Dialog zwischen Fotografierten und Fotografierenden. Wir können aus der mündlichen Überlieferung noch eine kleine Geschichte aus Breisach dazufügen. Es sind ja, wenn wir überlegen, dass es hier 6.500 Menschen und deren Leben und deren Eigentum betrifft, sind es Schnipsel, die wir in der Hand haben. Und dieser Schnipsel ist eine mündliche Überlieferung, nämlich dass ein Mann zurückkam aus den Lagern in Südfrankreich. Er hatte dort seine Frau verloren, die in Rivesaltes begraben ist. Ich habe die 14-jährige Tochter erwähnt, die gehört zu dieser Familie. Und Bertolt Levi kehrte wirklich in sein Haus in Breisach zurück. Er wusste auch gar nicht, wo er anders hätte hingehen können. Und es ist überliefert, aber nicht direkt von ihm O-Ton-mäßig, dass er durch die Straße ging, der früheren Judengasse, und dass er im Haushalt seiner dann späteren Nachbarn nach dem Krieg Dinge und Objekte fand aus seinem eigenen Haushalt, die er dann zurückholte. Das stelle ich mir auch sehr mutig vor, das so zu konfrontieren im Alltag. Aber er fand Teile seines Haushalts wieder und holte das zurück. Er lebte bis 1957 in Breisach in seinem Haus und ist auch hier in Breisach bestattet. Also das schließt, finde ich, an deine Darstellung sehr, sehr an, ja? Sehr berührend. Es gibt diesen hervorragenden Film Mariannes Heimkehr, der genau das beschreibt für das kleine Städtchen, niederrheinische Städtchen Grevenbroich, wo eine Frau eben aus Riga wiederkommt, die Versteigerungsliste findet und dann sagt, hier, das gehört eigentlich uns. Mhm. Und sich damit natürlich unbedingt unbeliebt macht. Ihre Kinder werden in der Schule dann auch tatsächlich drangsaliert. Mhm. Also das ist ja natürlich die Nachgeschichte, die sehr, sehr spannend ist und oft auch, und das auch, das wird ja in unserer Ausstellung thematisiert, oft auch jetzt Jahrzehnte sich hinzieht, bis dann tatsächlich so etwas erreicht ist oder annähernd ein Stück weit erreicht ist, wie eine finanzielle Entschädigung, wie eine Rückgabe dessen, was noch da ist. Der Prozess ist ja noch nicht abgeschlossen. Für Ost-Berlin zum Beispiel, da gibt es immer noch Verfahren, und in Frankreich, die haben die, und auch das zeigen wir in der Ausstellung, tatsächlich aus dem deutschen bürokratischen Verfahren ein Stück weit gelernt und versuchen jetzt, haben eine zweite Auflage gemacht, versuchen, ja, zugewandt zu sein, versuchen ein richterliches Urteil immer zu machen. Also dass es eben nicht ein Verwaltungsakt ist, sondern wirklich etwas ist, wo die betroffenen Familien dann noch einmal mit dem Richter sprechen können. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, die Anerkenntnis des Verlustes von einem Richter ist etwas, was ja auch wichtig, also wirklich emotional sehr wichtig ist, vielleicht fast noch wichtiger als eine Blumenvase zurückzubekommen. Ja, und vor allem, dass die Behörden dazu stehen, was passiert ist und es nicht geleugnet wird. Ja. Ja, auch das. Also wir warten ja zum jetzigen Zeitpunkt auf die Ausstellung, die du kuratiert hast, auch nicht alleine kuratiert hast. Und wir möchten die gern in Breisach zeigen. Und sicherlich ist auch jetzt das Gespräch, was wir mit dir geführt haben, und dafür danken wir sehr herzlich, eine ganz interessante Einführung für viele Besucher und vielleicht auch für Schulklassen, sich in diese schwierigen Vorgänge, das, was so lange zurückliegt, reinzudenken und reinzufühlen. Ja, das herzlichen Dank. Sehr gern.